So, hallo und herzlich willkommen bei der Gitarrenmod-Installation. So, also zuerst geht ihr auf Google. Gibt da ein San Andreas Mod Installer, also Sammy, Version 1.1, suchen. So, gleich das erste San Andreas Mod Installer, Sammy Grand Theft Auto Downloads. Und da draufklicken. Warten. Dann einfach Klick Download, Download Now. So, das ist eine ZIP-Datei. Ja. Für manche, die es noch nicht haben, würde ich WinRAR empfehlen. Einfach auf www.chip.de gehen und da WinRAR eingeben. Jo. Und dann Downloaden und installieren. So, das mache ich jetzt nicht, weil ich das schon habe. Aber das macht ihr dann. So, da drin ist dann eine Installationsdatei. Die führt ihr aus. Und dann könnt ihr es meinetwegen unter Arbeitsplatz, lokaler Datenträger C. Meinetwegen könnt ihr das Programm installieren. Ist mir eigentlich relativ egal. So. Danach habt ihr es installiert und hoffentlich auch ein Icon auf euren Desktop gemacht. So. Das startet jetzt mal, da müsste so ein Fenster kommen. So. Um Mods zu downloaden, geht ihr auf www.gtainsight.com. Das werde ich auch bei der Beschreibung nochmal einen Link da lassen. So, dann klickt ihr auf Cars. Also hier. Dann sucht euch irgendein Auto aus, zum Beispiel. Moment. Spaßautos. So, dann kommen hier ein paar Autos. Eine schöne Schildkröte. Nestlings Auto. Limousine auf Truckrädern. Badewanne. Joa, da nehme ich mir leid. Badewanne. Klickt ihr auf hier, damit es schneller geht, weil es manchmal nicht klappt. Auf OK klicken. Warten, bis gedownloadet wird. Joa. Na, kommt drauf an, was für eine Leitung ihr habt. Und wir warten, und wir warten, und wir warten. Joa. Dann ist es auch schon gleich zu Ende. So. Okay. Da drin ist eine DFX-Datei und eine DXD. DXD, sorry. Und hier sind auch ein paar Bilder. Ja, mega Badewanne. Geht ja voll ab, ey. Okay. Dann geht auf Install a Mod. Browse. Hier. Dann auf das klicken, wie eure Datei heißt. Dann auf Continue klicken. So, da unten öffnen sich erstmal ein paar CMD-Fenster, also nicht wundern. So, dann ist hier ASCII abgebildet. Sabre. Müsst ihr nicht unbedingt nehmen, aber ja. Eigentlich auch egal. So, da gibt jetzt auch ein. Ja, müsst ihr nicht, aber empfehle ich euch, falls ihr nämlich einen Namen zweimal nennt, das ist nicht gerade schön. So, und das wäre auch schon fertig. So, dann empfehle ich euch noch den Car Spawner. Den Download ihr über einen Moment auch Google gehen. GTA Car Spawner. So. Und dann dort, wo unten steht, also ist ein grüne www.gta Palace, da klickt ihr drauf. So. Und dann kommt ja auch schon die Datei. Da klickt ihr einfach mal auf Download. So, Datei speichern, das mache ich mal wieder nicht, weil ich das schon habe. So. Und dann kommt diese kleine Datei hier. Und da ist noch eine Datei. Die heißt Hotkeys. Die braucht ihr auch, um Hotkeys halt zu machen. So. Dann müsst ihr das Spiel nur noch starten. Den Namen des Wagens, der war Sabre, merken. So, wenn ihr euren Zwischenstand geladen habt, dann geht ihr auf Intel Trainer into SA. Launch Trainer.
Dann unten kommt ein Suchfeld. Da gibt ihr ein Sabre und dann draufklicken. Dann rechts steht da Spawn Car. Da klickt ihr drauf und dann geht ihr wieder auf GTA. Und dann müsste eigentlich da das Auto sein. So eine krasse Badewanne. So, gleich kommen noch ein paar Pics. Danke fürs Zuschauen und bitte wenigstens gute Bewertung da lassen.